500.000 Euro, eine halbe Mio. Heute Abend zwischen Ria und Stefan. Aber Stefan steht schon vor einem Matchballspiel. Das ist ein Matchballspiel, das nächste für Stefan Raab. Und so heißt es. Inliner. Ich sage jetzt besser gar nichts. Ist nicht deins? Ach, doch. Umziehen. Warum nicht? Umziehen. Ihr müsst euch ein wenig sichern, Protektoren anziehen. So, und ich muss jetzt mal ein paar Trösterchen verteilen hier in der Family and Friends Box. Och, ihr lacht ja noch, das ist doch schön. Ist bitterer Abend, ne? Sie hat so viel Pech heute, das ja, gibt's doch gar nicht. Aber sie ist immer noch dabei. Ja, das ist ja auch richtig so und sie kämpft ja auch. Und guck mal hier, hast du eine Wii oder ein PC? Schlag den Raab-Spiel, ja, da könnt ihr noch mal ein bisschen zu Hause nachspielen. Alle möglichen Sachen hier auf PC. Teilst du aber eins, ne? Du hast doch bestimmt eine Wii, oder? Ja, hab sehr ich. Sehr gut, super. Hier, das danke. Ist für dich so. Inlineskaten. Können Sie natürlich auch kauflich erwerben, liebe Zuschauer. Alle Spiele aus Schlag den Raab auf dem PC, auf der Wii. Sie war jetzt gerade nicht begeistert von Inlineskaten. Hat sie ja schon mal gemacht? Ja, doch schon. Ich glaube, sie kriegt das noch hin. Ist sie gut da drin? Sie kann das eigentlich schon ganz gut, ja. Jetzt geht es auf Zeit. Wir gucken mal nach hinten, wie sich die beiden ein wenig verkleiden. Denn jetzt wird natürlich alles abverlangt. Die werden hier hoffentlich nicht in Beton beißen. Es wird einmal außen rum gehen. Das heißt, wir brauchen schon den ein oder anderen Schoner. So, Schühchen an, Knieschoner dran, Ellbogen, Handgelenk natürlich auch. Jo. Wann warst du das letzte Mal auf Inlinern? Im Juni mal, aber hier, das sind die Narben. Nee, ja. Das ist nicht dein Ernst. Das sind die Narben vom Inlinen? Ja. Ja, ich habe ein gutes Gefühl. Ach du Schande, was war da? War das richtig, die Tapete komplett weg? Ja, das war schon nicht so ohne. Aber ohne Schoner, ne? Oder? Nur ohne Ellbogenschoner. Das wäre noch schlimmer ausgegangen. Kann ich mir vorstellen. Stefan, wann standst du das letzte Mal auf Inlinern? Ich bin tatsächlich dieses Jahr ein einziges Mal gefahren, auch im Sommer. War das August oder so? Der August? Kann sein, dass der August war. Ja, der Sommer ist meistens im August. Und ich kann das ganz okay. Das kommt immer darauf an, wie stark der Gegner ist. Also ja, Eishockey kannst du ja auch ganz gut. Also das ist ja die identische Bewegung. Ja, ich beherrsche das ganz gut. Das kommt halt drauf an. Also wir haben natürlich hier einen sehr engen Parcours. Einmal außen rum durch unsere Studiogasse und dann hier wieder rein ins Studio. Das heißt, da kann man ordentlich Mottek machen. Muss dann natürlich aber auch zweimal schön in die Kurven gehen. Okay. So, bitte bei Ria alles richtig machen. Nicht, dass wir schon wieder da die ganze Haut abschürfen. Genau, richtig stramm ziehen. So, Ria, jetzt Vollgas. Ne? Matchballspiel für Stefan. Das ist seine allerletzte Chance. Ist egal. Sonst bleibt der Koffer zu Hause und wir spielen am 18. Dezember um eine ganze Million. Aber noch ist es nicht so weit. Helmchen auf. Und dann geht's los. Okay. Ja, ist ein bisschen groß, ehrlich hier gesagt. Hier kann man bremsen. Aber ja, zu groß besser als zu klein. Ja, aber es ist natürlich ein bisschen wackelt. Bisschen wackelig. Danke. So. Und den Calimero auch noch auf. Warte, hier hat sich den. Schön, dass ich das genau da rein verhakt. Ne? So, komm her. Helm selber anziehen. Ria, fahr dich schon mal ein. Komm ein bisschen mit nach vorne. So, wichtiges Spiel. Vielleicht das letzte. Nochmal Vollgas für Ria geben. Die muss jetzt punkten. Zum allerersten Mal heute Abend muss jetzt was für sie auf dem Scoreboard erscheinen, sonst ist der Abend vorbei. So, hat er sich schon verfahren, oder wann? Ich glaube, er probiert noch einen. Ah, okay, Stefan kommt jetzt zu den Regeln. Also, ihr fahrt nacheinander
jeweils eine Runde. Und wer die jeweilige Runde schneller fährt, bekommt einen Punkt. Gefahren wird im Best-of-Five-Modus. Das heißt, wer als erster drei Rennen für sich entscheidet, gewinnt das Spiel. Best-of-Five. So, ihr könnt jetzt schon mal langsam hintereinander eine Einführungs- und Proberunde fahren. Okay. Hintereinander weg, da geht's lang. Ich warte mal ein bisschen. Und Buschi, guck dir das mal an. Ja, wir schauen uns Ria jetzt an, die jetzt also hier aus dem Studio rausfährt, dann Linkskurve und dann ist das quasi die Gegengerade von der Haupttribüne, da wo wir immer lang gehen, wenn wir für kleine Jungs müssen und wenn wir in Richtung Studio kommen, da kommt Raab. Das sieht eben so ein bisschen nach Schlittschuhfahren aus bei ihm, also er ist auf Inlinern ganz gut unterwegs, weil er eben auch ein guter Schlittschuhfahrer ist und es wird auch viel vom Mut abhängen, weil die Strecke, haben wir gesehen, ist kurz. Oh, da wird es darum gehen, wer wirklich mit Vollgas da durchhämmert. Da würde ich mal vom Eindruck her sagen, Stefan, das legt vor. Spricht für Stefan. Du kannst hierbleiben. Stefan beginnt. Immer nacheinander eine Runde pro gewonnener Runde ein Punkt. Und wer als erstes drei Runden für sich entschieden hat, der gewinnt. Ria, komm noch ein bisschen hier rüber. Also der erste Zeit. Stefan. Ich würde mal vom Gefühl her sagen, so um die 20 Sekunden wird es dauern. Schauen wir mal. Du bist bereit? Jo. Auf die Plätze, fertig, los! Und gleich mit Vollgas. Jetzt dann eben erste neuralgische Stelle, diese Linkskurve hier raus aus dem Studio. Deshalb da auch die Bande aufgebaut. Macht da gut. Jetzt muss er wieder Tempo aufnehmen, tut das auch. Aber aufpassen, da hinten die nächste Linkskurve wieder ins Studio rein. Aber das hat er gut auf Zug gelöst, sehr gut gelöst. Und das wird, ja, wie gesagt, so um die 20 Sekunden. Ja. 20,68, hoppala. Aber er ist auf den Dingern sicher unterwegs und das ist mal ein Brett, was er hier im ersten Durchgang direkt vorgelegt hat. Ja, bremsen, Forrest, du musst zurück. Ja, er kommt jetzt einfach, fährt noch eine Ehrenrunde und kommt dann ins Studio wieder rein. Du kennst das doch. Natürlich. Bisschen Posen gehört dazu. Absolut. So, 20,68, das ist schon mal eine Hausnummer. Stefan, bleib hier. So, jetzt also für Sie. Du bist bereit? Ja. Auf die Plätze, fertig, los! So, sie versucht auch alles zu geben. Sie darf sich jetzt nur nicht übernehmen. Das sieht nicht so sicher von der Skate-Technik aus wie bei Stefan Raab. Ist auch ein bisschen vorsichtiger, aber sie soll sich nun auch nicht verletzen. Das sieht ja, ein bisschen wackeliger aus und sie wird die Zeit von Stefan da auch nicht knacken können. Nee. Oh, und noch mit eingebauter Schraube. Aber das ist natürlich deutlich langsamer als Raab. Mit dieser Schraube erst recht. Aber mit 360, Vorsicht, 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 Vorsicht. Also vielleicht da, Ria, einfach wie der Kollege Raab aus dem Studio noch mal raus, noch eine Ehrenrunde, dann, aber nicht abrupt bremsen. Dann ruhig noch mal rausfahren und eine Auslaufrunde fahren, ja? Nicht, dass du dich beim Bremsen verlässt. Und das war schon verletzt, das war sehr, sehr gut, aber doch zu wenig. Das heißt, das ist der erste Punkt für Stefan. Erstes Duell von maximal dreien. Also, zweiter Durchgang jetzt. Ich versteife mich mal darauf, wenn Raab diesen Abend hier heute noch verliert, dann gehe ich bei der nächsten Weihnachtsfeier als Osterhase. Ich kann mir das nicht mehr vorstellen. So, Stefan, also zweite Runde. Du bist bereit? Jo. Auf die Plätze, fertig, los. Kann er noch mal unter 20,68 kommen. Also, wie gesagt, er hat da eben wirklich eine ganz gute Technik. So, jetzt rum, Zug beibehalten, das schafft er. Noch mal Schwung aufnehmen, dann wieder den Zug mit. Nehmen dann rum, Linkskurve wieder rein ins Studio, macht er gut. Das könnte sogar noch mal eine bessere Zeit werden. Wird noch mal eine leicht bessere Zeit, 20,01, klasse. 20,01, sehr, sehr gut. So, wir warten, bis Stefan wieder da ist, Ria. Und auch du kannst dann in Ruhe ausrollen. Ist hinten alles fest? Gut. Warte noch, entspann dich, Stefan ist noch nicht wieder da. Nicht, dass ihr den ummüllerst und ihr euch beide wehtut. So, Stefan kommt rein. Du, Vollgas Mach jetzt. Ich. Jawohl. Auf die Plätze, fertig, los. So, jetzt feuert sie sich nochmal selbst an. Gib Vollgas, Mädchen, sei vorsichtig. So, da hat sie nicht diesen Zug wie Raab, wenn es um die Kurve geht. So, jetzt muss sie da aufpassen. So, da nimmt sie gut Schwung auf. Jetzt, nee. Das geht sich nicht aus, oder? Nee, keine Chance.
jetzt fahr durch, fahr, und durch, fahr durch. Ganz in Ruhe ausrollen lassen. Nochmal eine bessere Zeit als eben 22,51. Das ist auch eine super Zeit, Leute. Also in den Proben ist hier keiner unter 25 gefahren. Das muss man mal deutlich sagen. Das ist sehr, sehr schnell. Aber das ist auch das zweite Duell für Stefan. Das heißt, wenn er jetzt das nächste gewinnt, dann ist er der Sieger des heutigen Abends. Und wir spielen um 1 Million Euro am 18. Dezember. Stefan, Aufstellung. Ich glaube, das wäre tatsächlich, ich weiß, jetzt bohre ich in der Wunde, es wäre das erste zu Null bei Schlag den Raab. Bitte? 2 Sekunden? Ja, es waren gute 2 Sekunden. Okay. 20,01, bisher die Bestzeit von Stefan. Kommt da unter die magische 20 Sekunden und legt damit ein Megabrett vor. Du kannst. Auf die Plätze, fertig, los! So, und das ist jetzt sein Ehrgeiz. Das ist sein Ehrgeiz, nochmal unter 20 Sekunden zu kommen. Ja, hat da guten Schwung. Oh, nimmt die Bande mit, bleibt aber auf den Skates. Und jetzt nochmal da hinten wieder schön in die Kurve legen. Schafft er auch. Ja, da bleibt er kurz hängen. Das wird nichts unter 20 Sekunden, kann ich mir nicht vorstellen. Nee, aber wieder eine gute Zeit, aber vielleicht machbar für Ria. 20,62. Also, sie muss jetzt. Stefan verbessert sich nicht. 20,6 so. So, Ria. Die letzte, allerletzte Chance. Hau alles raus, was du hast. Auf die Plätze, fertig, los! Die Amerikaner sagen, it ain't over until the fat lady sings. Aber das ist wirklich die letzte Chance hier für Ria. Nee, da hat sie wieder leicht Rücklage gehabt. Sie muss unter 20,62, sonst geht's am 18. Dezember um 1 Million. Sie schafft es nicht, sie schafft es nicht. Raab gewinnt. Das ist der Sieg. Vielen Dank, Emilia. Ein Koffer. Wo ist denn Ria, Elton? Nun hol sie doch. Nun hol sie doch. Ja, das war eine Brille, ne? Das war eine Brille, sagt sie. Ja, ein Ausdruck aus dem Tennis. Aber du warst so toll. Es waren so spannende Spiele. Du hast so viel Pech gehabt. Ich glaube, so viel Pech wie heute Abend hat selten jemand gehabt. Nein, es gehört auch Glück dazu und das Ergebnis sieht zwar eindeutig aus, aber ich fand, sie hat das mit absoluter Würde bis zum Ende durchgestanden und hat immer nicht aufgegeben. Und bei ein paar Sachen hat ihr halt das Pfändchen Glück gefehlt. Das war ein Riesenapplaus für Ria. Ria, sehr, sehr gut. Vielen lieben Dank. Wenn Sie um 1 Million Euro spielen wollen, dann bewerben Sie sich unter www.schlagdenraab.de. Wir spielen am 18. Dezember um 2 ganze Koffer. Und am nächsten Freitag gibt es mal wieder Schlag den Star mit Detlef Disoos. Stefan wird der Joker sein. Den kann man einsetzen einmal an diesem Abend. Der Gewinner des Volvo ist unten eingeblendet. Machen Sie sich einen schönen Abend noch. Gute Nacht aus Köln. Ciao, tschüss.